Große Bühne für das fränkische Auftaktduell zwischen der U23 der Spielvereinigung Greuther Fürth und dem TSV Hauptstadt. Die Partie wird in der Spielstätte der Profis im Rohnhof ausgetragen, und zwar vor einer absoluten Topkulisse von knapp 2000 Zuschauern. Ein dauerhafter Auftritt hier, sicherlich auch das mittelfristige Ziel vieler Jungs im Kader von Petr Ruhmann. Beim TSV Hauptstadt hat nun Julian Grell, der in der Endphase der letzten Saison zusammen mit Josef Franzic die Unterfranken zum Klassenhalt führte, alleine das Zepter übernommen und strebt mit seiner in Rot-Schwarz auflaufenden Truppe natürlich eine ruhigere Spielzeit an. Apropos ruhiger, beide eingangs mit der branchenüblichen Abtastphase und auch starken Defensivaktionen hüben wie drüben, ist jeweils noch ein Abwehrbein dazwischen. Nach und nach übernahmen aber die Gäste dann das Zepter, vor allem über die rechte Seite, beackert vom agilen Timo Pitter, ging doch immer wieder mal was, wenn auch vorerst nicht zielführend. Dann aber die 27. Minute. Wieder geht die Kugel raus auf Pitter. Ben Schlicke, der vorher schon zwei, dreimal etwas hölzern gegen ihn aussah, stellt ihn nicht und dann zwirbelt Pitter das Ding rein. Auch Torwart Semir Karnacci sieht dabei nicht allzu berühmt aus. Der Rückstand belebte allerdings die weiß-grünen Lebensgeister. Sie erhöhten den Druck vor der Pause deutlich. In der 37. Minute setzt sich Patrick Götzelmann stark über links durch. Hereingabe eigentlich gar nicht für Daniel Adlung gedacht, der kommt trotzdem noch dran. Allerdings keine optimale Schussposition, zudem ist Maximilian Weißbecker auch noch da. Zwei Minuten vor der Pause wieder das kleine Kleeblatt. Feiner Trick von Ricky Bornstein, der Abschluss allerdings ohne die nötige Power. Wer jetzt allerdings gedacht hatte, die Hausherren würden nach der Pause da weitermachen, wo sie aufgehört hatten, war schief gewickelt. Hauptstadt dominierte eingangs der zweiten Hälfte und hatte durch Jens Trunk nach 53 Minuten das 0:2 auf dem Schlappen. Kurz darauf dreht Leon Heinze, Kapitän Tyron Dua, ein, Kaimachi aber auf den Posten. Fürth in dieser Phase kaum präsent. Hier mal ein vielversprechender Ansatz über den eingewechselten Lucien Liparski, letztlich jedoch auch zu harmlos. Und im direkten Gegenzug nach dieser Szene schnappt sich der aus Bayreuth zurückgekommene Martin Thomann das Leder, zieht in die Mitte und macht den spiegelverkehrten Robben. Traumtor zum 0:2 in der 65. Minute durch den 27-Jährigen, der Hauptstadt 2019 als Torschützenkönig maßgeblich mit in die Regionalliga geschossen hat. Wie schon in Durchgang 1 war das Gegentor eine Art Hallo-Wach-Pille für die Mittelfranken. Es dauerte trotzdem bis zur 78. Minute, ehe Sebastian Müller den Anschlusstreffer auf dem Fuß hat, aber auch sein Versuch mit zu wenig Schmackes, zudem ist Weißbecker gefühlt 2,50 Meter groß. Zwei Zeigeumdrehungen später liegt der Ball dann tatsächlich in der Kiste, Bornstein beim Zuspiel von Adlung allerdings im Abseits, der Treffer von Müller zählte also nicht. Und so holte dann der TSV in der 84. Minute zum endgültigen K.O. aus. Der eingewechselte Max Schäbak bringt das Ding noch nicht an Kaimachi vorbei, aber anschließend hat Philipp Halas leichtes Spiel und setzt den Schlusspunkt in dieser Partie. Wir haben erste Tor haben wir den Gegner aufgelegt, verlieren dann auch den 1-gegen-1-Duell, was halt nach der Umschaltaktion sehr wichtig wäre. Vor der Halbzeit haben wir dann eine gute Phase, wo wir einfach das 1-1 auch machen können, macht man nicht. Ja, da fehlen halt 2-3%. Und zweite Halbzeit haben wir uns erstmal am Anfang schwer getan, haben wir immer wieder auch die gegnerische Konter dann fangen müssen. Ja, ich denke, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, wirklich umgesetzt haben. Ja, ich habe das auch schon in der Vorbereitung gesagt, dass wir wieder mehr Hauptstadtfußball spielen wollen. Das heißt, die Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten, die Bereitschaft, füreinander zu arbeiten, die war zu 100% und von jedem Einzelnen heute absolut gegeben. Der TSV Hauptstadt krallt sich also die ersten drei Punkte der neuen Saison auf der großen Bühne Rohnhof. Das kleine Kleeblatt muss sich dagegen wohl erst noch finden.